Ich bin zwar ein politischer Mensch, aber Graffiti ist irgendwie Graffiti und Politik bleibt Politik so. Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema. Graffiti. Das Erste, was man denkt, wenn man das Wort hört, sind sicherlich die, sagen wir mal, ungewollten Schmierereien, die man an Schallschutzwänden oder an Unterführungen betrachten kann. Laut einer Studie des Deutschen Städtetags würden illegale Graffiti rund 200 Millionen Euro jährlich verursachen. Doch wer sind diese Leute, die diese illegalen Graffiti überhaupt sprühen? Wir haben mit einem geredet. Hallo, ich bin Luca. Ich bin so in meinen jungen 20ern. Den Namen haben wir aus Gründen der Anonymität abgeändert. Aus dem Grund ist auch seine Stimme nicht kristallklar hörbar. Ich mache so Sachen wie irgendwelche Häuserwände und andere Sachen anzumalen. Einfach als Freizeitaktivität. Ich mache eine Ausbildung im sozialen Bereich. Habe mich eine Zeit lang irgendwie in Hessen rumgetrieben. Jetzt bin ich hier in Norddeutschland unterwegs. Und wo hast du schon überall gesprüht? In unterschiedlichen Städten, also in Mittelhessen, sowohl in Wetzlar als auch in Gießen. Ich habe aber auch schon Sachen in Freiburg, in Darmstadt, in Hamburg sonst noch. Also ich glaube, so diverseste Kleinstädte noch. Vielleicht auch noch mal was Richtung Berlin, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Also einfach mal so hier und da, aber so das meiste würde ich schon sagen Richtung Norddeutschland und Mittelhessen. Und gab es dann in Mittelhessen da auch irgendwelche besonderen Orte, besondere Bauwerke vielleicht, die man so kennt, an denen du gesprüht hast? Also ich habe in meiner Kindheit aus Versehen mal ein historisches Bauwerk angesprüht. Das habe ich dann sehr schnell gelernt, dass man das nicht tun sollte. Und das irgendwie auch einfach doof ist so, weil es einfach ein Bauwerk ist, das eine krasse Geschichte hat und es auch einfach diesem Bauwerk an sich nicht gut tut. Und sonst, also es gibt so ein, zwei Häuserdächer an großen Kreuzungen vielleicht, auf denen mal irgendein Bild entstanden ist. Aber ja, sonst irgendwie viel auch so an Schallschutzwänden an der Autobahn oder Schallschutzwänden an der Zugstrecke unterschiedlich. Also ich meine, weitestgehend habe ich schon darauf geachtet, dass es Orte sind, an denen Sachen gut gesehen werden können. Also man wird jetzt sehr unwahrscheinlich Dinge von mir finden, wenn man durchs Feld läuft und da durch eine Autobahnunterführung im Feld läuft. Zu der Frage mit dem historischen Gebäude, wie ist das denn passiert, dass da aus Versehen du da an historisches Gebäude was gesprüht hast? Also es war kein Gebäude, es war eine historische Stadtmauer, leider. Ja, ich war 13 Jahre alt und dachte mir, okay, das ist halt irgendeine Mauer und habe mir einfach keine Gedanken gemacht, dass das ein geschichtsträchtiges Bauwerk ist. Also das Ganze stützt einen gewissen Hang ab und nach vorne ist halt eine Mauer und oben ist halt einfach weitergehender Boden so. Und ich und ein paar Freunde von mir sind halt eines Abends durch diesen Park gelaufen mit 13, irgendwie so in unseren Anfangszeiten und hatten das Gefühl, das ist jetzt eine super gute Idee, diese Mauer anzumalen. Aber wie gesagt, im späteren Verlauf dieser Geschichte stand es dann auch mal kurzzeitig in dem Lokalblatt und sowas. Und wir waren so, oh Mann, das war ja eine total dumme Geschichte, auch irgendwie mit unseren Eltern drüber geredet. Die da natürlich auch gesagt, ey, mach doch sowas nicht. Genau, und seitdem auch sowas nie wieder gemacht, weil, ja, nee, keine Ahnung, finde ich einfach nicht schön so. Falls ihr aber diesen Podcast schön findet, folgt uns doch gerne auf Instagram bei 4metertief_podcast, die 4 als Ziffer. Oder gebt uns Feedback per Mail an 4-meter-tief@vrm.de. Die 4 hier ausgeschrieben. Wie offen jedoch Luca sein Hobby gegenüber seinen Eltern kommuniziert hat, verrät er uns jetzt. Ja, ich glaube, manche von uns mehr, manche weniger. Kommt auch ein bisschen oder kam drauf an, wie unsere Eltern damit so drauf waren. Aber ein paar Eltern wussten, dass wir so zumindest das Interesse in die Richtung hatten. Und dann, ja, keine Ahnung, verlabert man sich mal irgendwie als kleiner pubertärer Junge. Und dann wussten zumindest irgendwie ein, zwei Elternteile das. Naja, ich glaube, manche von uns haben auch ein bisschen mehr Ärger gekriegt als andere. Manche haben gesagt, komm ey, mach sowas nicht nochmal, überleg dir in Zukunft, wenn du sowas nochmal machst, was du so anmalst, aber ja, mach nicht so einen Scheiß.
Was sich vielleicht viele von euch fragen, Schallschutzwände, Bahnstrecken, das klingt doch alles sehr gefährlich. Warum nimmt man diese Gefahr auf sich? Das beantwortet Luca wie folgt. Unterschiedlich. Also ja, es hat gewisse Gefahren, aber ich glaube, es ist, wenn du über eine befahrene Straße läufst mit einer Ampel dran, so am helligsten Tag in der Stadt, ist es, glaube ich, ähnlich gefährlich so, weil du siehst erstens, wo Sachen kommen, du hörst, wo Sachen kommen und klar, bei Zügen irgendwie zum Beispiel nochmal, keine Ahnung, eine schnellere Geschichte und so in größeren Städten hast du natürlich dann auch irgendwie so Stromabnehmer von S-Bahnen oder U-Bahnen nebendran und dann weißt du halt, okay, da sollte ich jetzt halt nicht hingehen. Also das ist einfach was, du lernst, indem du dich damit auseinandersetzt. Und warum man das Ganze so auf sich nimmt, ist ja eine gute Frage. Ist, glaube ich, einfach ein Hobby. Bei manchen vielleicht auch mehr so der Drang, gesehen zu werden von anderen Leuten. Also irgendwo so ein Ding von Leute polieren den Selbstwert ein bisschen damit auf. Andere gehen das Ganze irgendwie künstlerischer an und haben einfach Spaß daran, irgendwie tagtäglich an Bildern von sich vorbeizufahren und sich zu denken, boah, cool, viele Leute sehen das und es ist irgendwie schön geworden. Ja, manch anderer ist abends unterwegs und mag einfach nur diese Atmosphäre von abends unterwegs sein und an Orten unterwegs zu sein, wo andere Menschen nicht unterwegs sind. Also ich glaube, es gibt viele Motivationen. Ich glaube, was mich so daran bewegt, ist irgendwie ja auch einfach so ein bisschen aus diesem standardmäßigen gesellschaftlichen Alltag mal rauszukommen und irgendwie ja was zu erleben. So, ja, vielleicht ist es so ein bisschen, da kann man als Risikosport oder sowas. Auch Nervenkitzel so in die Richtung. Ja, voll. Du bist natürlich auch damit konfrontiert, dass du so Geschichten eigentlich nicht machen darfst oder dass dich halt irgendjemand sieht, dass du aus einem Zug raus gesehen wirst und dann wird der Bahnverkehr auf der Strecke in der Zeit eingestellt und dann ist natürlich die Bahn auch nicht froh drüber. Wurde denn schon mal wegen dir eine Bahnstrecke gesperrt? Nee, aber man ist sich das schon bewusst so. Also gerade jetzt irgendwie in Städten mit S-Bahnen und sowas, wenn du da abends rumläufst und keine Ahnung, da eine Schallschutzwand malt und fuhren die ganze Zeit Züge, es ist noch nicht zu spät und dann fahren auf einmal keine mehr. Entweder ist halt irgendwas anderes bei der Deutschen Bahn mal wieder schiefgelaufen. Ich meine, die Chancen stehen jetzt nicht so schlecht, aber es kann natürlich auch sein, dass bei dir irgendwie, ja, dass du gesehen wurdest oder so und das ist mal wieder diese typische Durchsage kommt von Personen auf der Strecke. Ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Luca verrät uns auch, wie politisch sein Hobby ist. Ich glaube, manchmal schreibe ich Sachen neben meine Bilder, die mich bewegen. Und ja, das ist dann schon eher Kram in Richtung linkspolitischen Kram. Ich glaube, bei mir ist es nicht der Hauptantrieb. Bei mir ist es schon einfach viel, dass ich das einfach ewig mache. Und ich glaube, man kann das gut als politisches Mittel benutzen. Aber ich denke auch, es ist sowas, wo viele Leute eh schon einfach von genervt sind, dass irgendwie Leute Häuserwände oder andere Sachen oder Züge oder was auch immer anmalen, dass da schnell auch einfach eine politische Botschaft untergeht oder halt wirklich nur bei den Leuten ankommt, die es sowieso feiern. Deswegen, es ist schon nicht bei mir so ein überwiegendes Ding. Ich bin zwar ein politischer Mensch, aber Graffiti ist irgendwie Graffiti und Politik bleibt Politik so. Also es ist auch Kunst und nicht nur Rebellion für dich. Kommt drauf an, also Rebellion würde ich sagen, ist es wenig oder naja, was weiß ich, ich bin 22 so, wie viel wirklich noch in meinem alltäglichen Handeln schon Rebellion ist oder nicht. Und Kunst, klar, es hat auf jeden Fall künstlerische Aspekte und es kommt ein künstlerisches Produkt am Ende bei raus, aber ich würde sagen, die wirkliche Kunst ist halt das, was man nicht sieht an dem Bild, so dass wie ist die Person an diesen Ort gekommen, auf irgendein Dach oder in irgendeine Zugabstellung, um da halt irgendeinen Zug zu bemalen. Also keine Ahnung, man kann es vielleicht ganz gut mit Pilzen beschreiben. Also wenn du durch den Wald gehst und Pilze sammelst, dann ist so dieser Steinpilz, der da vor dir steht, ja auch irgendwie nur der Fruchtkörper von dem eigentlichen Pilz. So der eigentliche Pilz ist ja das Mycel unten in der Erde. Und genauso ist das irgendwie mit Graffiti, glaube ich. So nicht das Bild an sich ist irgendwie Graffiti, sondern also ist schon ein Teil davon, aber es ist auch einfach nur ein Teil. So. Mhm. Und es passiert viel, viel mehr im Hintergrund, als nur, dass da Bilder an Wände kommen. So.
passieren viele soziale Verknüpfungen, es passieren viele teilweise sehr seltsame Machtkämpfe unter komischen oder sehr seltsam motivierten Leuten teilweise. Aber natürlich schließen sich auch Freundschaften oder lustige Erlebnisse passieren. Und ich glaube, letztendlich ist mehr das ganze Lebensgefühl, als dass es wirklich ja ein rein künstlerisches Produkt ist. So. Ja. Und wenn du sagst, es ist auch so ein bisschen die Geschichte, wie es zu diesem Graffiti gekommen ist, die Frage, ist das oftmals eine spontane Reaktion zu so einem Graffiti oder planst du das im Vorhinein immer schon durch, wann du was jetzt hier wo sprühst? Das ist mal so, würde ich sagen. Also es gibt Stellen, wo du mit einer gewissen Planung rangehen musst. Zum Beispiel bei Zügen, wenn Züge bemalt werden, muss immer irgendwie, oder was heißt immer, du kannst auch Züge relativ spontan malen, aber du musst ein bisschen Plan haben von der Materie einfach. Wie gehe ich in eine Abstellung rein? Wie sind in der Abstellung die Arbeitsabläufe? So Geschichten wie Backjumps, das beschreibt den Prozess, wenn ein Zug entweder aus einer Abstellung kurz rausfährt, irgendwo zwischengeparkt wird und dann erst in den Bahnhof einfährt oder so, oder wenn ein Zug kurz auf der Strecke irgendwo mal zum Stehen kommt, weil er einen anderen Zug durchlassen muss oder so. Und das passiert teilweise nach bestimmten Mustern. Wenn du diese Muster kennst, kannst du da halt ja relativ geplant Dinge tun. Klar kannst du auch einfach so in irgendeine Abstellung reingehen und einen Zug bemalen, aber dabei kann es halt auch einfach passieren, dass dich schnell irgendjemand sieht, wenn du zu einer Zeit reingehst, während da Leute am Arbeiten sind. Mhm. Aber du kannst natürlich auch irgendwie andere Actions machen, wo du einfach einen ganzen Abend lang nur durch eine Stadt läufst und zwar ein paar Sachen im Kopf hast, aber letztendlich dich so ein bisschen durch die Gegend treiben lässt und dann hier und da mal was machst. So. Was war so das Graffiti, wo du am meisten geplant hast im Vorhinein? Ich glaube, das war auch bei einer Zug-Action, wo wir einfach so ein paar Tage im Vorhinein öfter dahin sind und uns das angeguckt haben. Also das war auch eher so ein kurzzeitiges Ding, weil wir die Abstellung da nicht kannten und niemanden kannten, der da wirklich Plan von hatte. Dann sind wir da mehrere Male hingefahren und haben halt ja tagsüber und abends geguckt, wie komme ich da rein, wann stehen welche Züge wo, stehen überhaupt an dem Tag, an dem wir da jetzt rein wollen, da Züge. Ich glaube, da haben wir schon verhältnismäßig viel Zeit für verwendet. Sonst halt vielleicht tatsächlich bei so Rooftops, also ja, Dächern, wenn du irgendwie ja ein paar Tage vorher hingehst und irgendein Gerüst mal tagsüber hochkraxelst in möglichst bauarbeitermäßiger Kleidung oder so und dann halt oben guckst, okay, ja, komme ich da überhaupt von dem Gerüst auf das Dach drauf oder wie komme ich überhaupt erst auf das Gerüst, weil keine Leiter da ist oder so. Zum Thema Züge nochmal schnell. Mhm. Züge sind ja bewegliche Objekte, die sind ja dann irgendwann weg. Kam es schon mal vor, dass du zufälligerweise einen Zug, den du mal gesprüht hast, dann irgendwann später nochmal wieder gesehen hast, also das, was du da gesprüht hast? Ja, tatsächlich. Das war auch ganz witzig irgendwie. Da stand ich mit Leuten aus meiner Ausbildung rum und wir haben auf einen anderen Zug gewartet und plötzlich fuhr da auf einmal dieser andere Zug vorbei, irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, anderthalb Monate später oder so, was jetzt in der Stadt, in der ich jetzt gerade lebe, nicht so typisch ist, dass so lange Züge fahren, bemalt und nicht zwischendurch geputzt werden. Und ja, das war ein bisschen funny auch. Mein Handyakku war leer und ich konnte nicht in der Zeit schnell ein Foto machen. Und dann habe ich so meine ganze Klasse gefühlt angehauen und war so, ey, mach mal schnell ein Foto von dem Zug. Dann habe ich so 5 Leute von denen ein Foto gemacht und jetzt habe ich einige gute Fotos von denen. Und gibt es ein Werk irgendwie, worauf du am stolzesten bist? Muss jetzt nicht ein Zug sein, kann auch ein Gebäude sein. Eine gute Frage. Also ich glaube, es ist bei mir so ein bisschen das Ding, dass ich mir denke, also das Gefühl habe, gerne einfach immer noch mal einen draufsetzen zu wollen. Es gibt viele Sachen, wo ich, glaube ich, froh um die Erfahrungen bin, dass ich die gemacht habe und auch einfach viel Spaß am Prozess hatte. Es gibt irgendwie ein Bild an der Schallschutzwand, wo ich sagen würde, okay, das ist schon auch ästhetisch und von der Sauberheit einfach ein cooles Teil so und irgendwie auch nicht so typisch, dass so ein Ding an eine Schallschutzwand ist und illegal gemalt wurde. Das sei nicht typisch, da bei Graffiti oft sehr schnell und dafür eher unordentlich gearbeitet werden würde. Hier
wurde ordentlicher gearbeitet. Das habe auch mehr Zeit gebraucht, aber mehr Zeit bedeutet mehr Risiko. Zur Risikobereitschaft, sagt er. Ja, nee, die Risikobereitschaft ist, glaube ich, eher ein bisschen gestiegen. Aber es ist auch einfach vom Prozess her schneller geworden, aber auch ein bisschen unsauberer. War auch weniger der Fokus auf Sauberkeit und unbedingt ein ästhetisch aussehendes Kunstwerk. So. Also ich orientiere mich natürlich schon noch irgendwie an bestimmten Stilmitteln und Stilrichtungen, aber ich habe jetzt gerade nicht den Anspruch an mich, ein Bild, was ich ist legal auch 3 Stunden lang malen könnte, in 5 Minuten zu malen, sondern es ist mehr so ein, es ist auch okay, wenn mein Bild so aussieht, als hätte ich dann 5 Minuten zu malen. So, ja. Wie auch immer, wie der Name schon sagt, illegale Graffiti sind illegal. Illegale Graffiti sind Sachbeschädigung. Schon ab dem 7. Lebensjahr können Verursacher zivilrechtlich schadensersatzpflichtig sein. Diese zivilrechtlichen Ansprüche behalten 30 Jahre Gültigkeit. Ab 14 wird es sogar strafrechtlich verfolgt. Seit etwa 10 Jahren war aber die Fallzahl deutschlandweit um die 100.000 Fälle pro Jahr. Während 2022 rund 101.700 Fälle registriert wurden, waren es 2023 rund 97.400, also ein Rückgang von minus 4,2%. Aber insgesamt blieb der Trend die letzten 10 Jahre stabil. Also auch kein nennenswerter Rückgang. Luca selbst sagt, dass ihn die Illegalität meist nicht abschreckt. Doch manchmal halte er sich zurück, wenn das Geld gerade knapp sei. Ein Anwalt oder eine Strafe zu bezahlen, schwer möglich. Und dann gibt es aber Phasen, wo ich halt einfach genug Geld habe oder mir einfach schon ein Weilchen irgendwie Geld beiseite gelegt habe, um mir potenziell irgendwie einen guten Anwalt holen zu können. Hattest du auch schon mal dann Stress mit der Polizei in irgendeiner Form? Ja, hier und da mal irgendwie. Also sowohl so, dass wir irgendwie dann abends mit aufs Revier genommen wurden und die einfach nichts bei uns gefunden haben. Also irgendwie Taschen und sowas vorher in Büschen verschwunden sind und Klamotten, die mit Farbe kontaminiert waren, auch einfach irgendwo in Büschen gelassen. Aber trotzdem war das keine schöne Erfahrung so, weil man halt dann eine Nacht lang, je nachdem auch wie die Polizisten gelaunt sind, auf dem Revier pennt oder halt ja auch einfach irgendwie anderer Schikane oder unfreundlichem Verhalten teilweise ausgesetzt ist. Klar, man macht es denen jetzt auch nicht super einfach in ihrem Bereich, aber an sich macht man jetzt ja auch nichts Schlimmes. So, es ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, zu Leuten, die Sachen bemalen, unfreundlich zu sein. Also muss man sich da auch mal in den Kopf zurückrufen. So, letztendlich sind es irgendwelche Kinder oder erwachsene Leute, die andere Sachen anmalen. So. Also, aber dann gab es auch irgendwie Geschichten, wo man mal wegrennen musste oder Geschichten, wo man kurz angehalten wurde, auch irgendwie seine Sachen losgeworden ist. Und dann halt ein kurzes Schwätzchen mit der Polizei hatte, die sich vielleicht auch denken konnten, dass man jetzt da vorne irgendwas gemacht hatte, aber halt auch nicht beweisen konnten. Und dann lassen sie einen wieder gehen, weil man freundlich ist und denen ihren Perso gibt. Aber zu der ersten Geschichte, die du gesagt hast, dass ihr mit aufs Revier genommen worden seid, aber dann hattet ihr nichts dabei. Warum haben die euch dann aufs Revier genommen, wenn ihr da nichts dabei hattet? Also bei uns war es einfach so ein bisschen Pech, oder was heißt, war Pech, es war ein bisschen dumm von uns. Wir mussten halt vor ein paar Beamten wegrennen und sind danach einen Weg lang, wo potenziell, weil es halt eine große Straße war, eher ja, Polizisten lang gekommen sind oder auch Streifen lang gefahren sind. Und dann kam uns halt eine Streife entgegen und hat uns angehalten und gesagt so, ey, ihr seid doch die und die. Und wir waren halt, also haben halt einfach nichts dazu gesagt, waren aber trotzdem in dieser Gegend unterwegs, wo halt vorher dieser Straftatbestand geschildert wurde oder weitergegeben wurde von den Polizisten, die halt uns da gesehen haben. Und wir haben so grob ins Profil gepasst. Also später in der Anzeige und so war von anderen Körpereigenschaften und so die Rede, als letztendlich eigentlich wirklich war. Aber es war Grund genug, uns mitzunehmen, obwohl nicht wirklich Beweise eigentlich da waren. Und auf der Flucht dann wahrscheinlich von den Armen der einen Polizistin in die der anderen, habt ihr dann im Gebüsch irgendwie die Sachen dann da versteckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Also das ist auch meiner Meinung nach das Schlauste, was man machen kann. Weil wenn die nichts bei dir finden, dann
ja, ist der Straftatbestand schwieriger nachzuweisen. Mhm. Aber wenn du Sprühdosen dabei hast mit vielleicht noch genau der Farbkombi, am besten hast du dann noch keine Handschuhe getragen und Fingerabdrücke von dir sind auf den Sprühdosen, dann ja, es ist schon einfach ein bisschen sichereres Ding für die. Kleiner Tipp, den Podcast dürft ihr übrigens bewerten. Aber hast du an sich Verständnis dafür, dass die Polizei euch, ich sag mal, verfolgt? Ja, klar. Also ich meine, das ist halt eben ihr Job. In welchem Maßstab das teilweise passiert, finde ich ein bisschen unverhältnismäßig. Also dass irgendwie die Polizei mit Helikoptern über irgendwelche Zugabstellungen fliegt oder du mäßig von Polizistinnen überfallen wirst. Du bist irgendwo am Malen und es kommen Leute auf dich zugerannt und schmeißen dich zu Boden und wenn du Pech hast, fängst du dir auch irgendwie noch ein Knie in den Rippen ein oder sowas, was natürlich dann auch nur aus Versehen passiert ist. Ich glaube, es gibt Sachen, die in dieser Welt passieren, die von Menschen ausgeübt werden, die irgendwie mehr Priorität hätten als ein paar Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die halt Züge ansprühen oder Häuser ansprühen oder was auch immer ansprühen. Weil klar ärgert sich vielleicht auch irgendjemand drüber, dass sein Haus bemalt wurde. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, an bestimmten Stellen wird es mich schon auch ärgern und stören, aber es ist halt da so und man wird es jetzt auch nicht großartig dadurch verändern, wenn man krasse Strafen vergibt oder die Leute halt scheiße behandelt. Hast du da manchmal auch Gewissensbisse, wenn es darum geht, zum Beispiel das Haus von jemandem anzusprühen? Also ich glaube, ich würde jetzt halt einfach nicht so unbedingt das Einfamilien-Privathaus von Simone Müller ansprühen, weil ich mir so denke, keine Ahnung, ist ja auch einfach scheiße für die so. In der Großstadt ist es vielleicht auch einfach nochmal was anderes, da ist eh halt alles angemalt, aber nee, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwem gegenüber Gewissensbisse hätte. So, ich hätte vielleicht Gewissensbisse, wenn ich vielleicht eine Kita ansprühen würde und im Nachhinein mitkriegen würde, dass die Kinder das schade fänden oder so. Wie war das eigentlich, als du das erste Mal gesprüht hast? Wie bist du da reingekommen in diese Szene, sage ich jetzt mal? Also als ich das erste Mal gesprüht habe, war ich glaube ich so 8 oder 9 oder so und in der Grundschule. Und mein Papa hat mir damals für irgendwas, was wir im Kunstunterricht machen sollten, eine dunkelblaue oder schwarze Sprühdose mitgegeben, die er halt irgendwie noch aus dem Baumarkt hatte. Und da habe ich mit meinem damaligen besten Freund auf dem Rückweg von der Grundschule eine Gartenmauer kurz angesprüht und halt irgendwie so 2 Tags drauf gemacht. Ja, und ich glaube, das war der erste Moment, in dem ich irgendwie in diesem Kontext eine Dose in der Hand hatte. Auch weil man es halt einfach an anderen Stellen schon gesehen hatte, dass so was gemacht wird. Und dann wirklich in die Szene reingekommen bin ich halt erst viel, viel später. Also ich habe auch jahrelang irgendwie so alleine und für mich selbst gesprüht. Ich habe erst Jahre später, also so mit 18, 19, wirklich andere Leute, die am Sprühen waren, kennengelernt. Mhm. Da hat dann irgendwie so Szene-Connection angefangen. Und wie das bei vielen Szenen ist, lernst du eine Person kennen, lernst du auf einmal ganz viele kennen. Und dann ist man halt auch irgendwie im Game drin. Was hältst du so von den gängigen Stereotypen, die über Leute, die sprühen, verbreitet werden? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es ein gewisses Bild an Sprühern oder Sprüherinnen gibt. Ich würde sagen, ein Großteil der Szene ist auf jeden Fall männlich, aber auch einfach, weil ja teilweise auch einfach, ich glaube, es als Frau in dieser Szene nicht leicht ist, weil du einfach einige Leute dabei hast, die dann irgendwie ziemlich direkt ein Auge auf dich werfen oder so. Also ich glaube, du hast schon eine hohe Prozentanzahl an vielleicht ein bisschen machoistischen Leuten in dieser Szene oder vielleicht auch seltsamen Mackern oder so. Ich glaube aber, man kann auch nicht sagen, dass alle so sind. Aber sonst so Geschichten wie, dass alle Sprüher und Sprüherinnen drogenabhängig sind und ihr Leben nicht auf die Kette kriegen, ja, würde ich sagen, halt Bullshit so. Also erstmal so selber konsumiere ich auch eigentlich quasi keine Drogen, trinke hier und da mal ein Bier oder rauche mal irgendwie 1-2 Zigaretten. Aber das war es irgendwie so. Ich kenne auch Leute, die arbeitslos sind und sprühen, aber ich kenne auch Leute, die studieren Jura und sprühen so. Also total durchmischt. Du hast, glaube ich, echt alles dabei. Ja. Die illegale Graffiti-Szene ist also sehr vielfältig. Man kann sie nicht über einen Kamm scheren. Luca fasst sein Hobby folgendermaßen zusammen.
kann auf jeden Fall einem Leben bereichern, aber es kann natürlich auch einfach einem eine Menge Probleme einhandeln. 4 Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.